Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. Herzlich willkommen zu unseren Heimatgeschichten. Diese Woche blicken wir zurück auf das Heimatgeschichtenjahr 2022 und wir picken ein paar Highlights heraus. Und eins war auf jeden Fall die Zillenfahrt durch den Donaudurchbruch. Genießen Sie mit mir noch mal diesen wunderschönen Ausflug. Befreiungshalle, Donaudurchbruch, Altmühltal. Sie wissen bestimmt, wo wir sind mit unseren Heimatgeschichten. Diese Woche sind wir für Sie in der Stadt Kelheim. Der Landkreis Kelheim liegt in der geografischen Mitte Bayerns und nicht weit entfernt von den Oberzentren Regensburg, Landshut und Ingolstadt. Ein ganz wichtiges Datum in der Stadtgeschichte Kelheims ist der 25. September 1992. Denn da wurde der Main-Donau-Kanal eröffnet und die Stadt somit angeschlossen an den Weltverkehr. Wir sind den Ursprüngen der Stadt nachgegangen, waren in einer Tropfsteinhöhle und in einer familiengeführten Schokoladenmanufaktur. Und heute bleiben wir am Wasser, denn ein absolutes Highlight in Kelheim ist natürlich der wunderschöne Donaudurchbruch und das Kloster Weltenburg. Und hier warten wir auf Holger Petz. Und da sehen wir ihn schon. Holger ist nämlich Zillenfahrer. Als Zillen bezeichnet man diese kleinen, traditionellen Fischerboote, die ganz typisch sind für den deutschen und österreichischen Donauraum. Und schon geht's rauf auf seine Zille. Holger, du bist hier Zillenfahrer. Hey, wie wird man denn sowas? Das ist eigentlich gar nicht so leicht. Da muss man fast reingeboren sein. Ich habe den Familienbezug vom Opa her. Der war noch Donaufischer. Ah. Und der war praktisch hier ständig auf der Donau. Und die Fischer haben das dann irgendwann zum Nebenerwerb betrieben, dass wir die Personen befördert haben, ja, die Touristen. Also hat dein Opa das auch schon gemacht? Das hat nach der dem Opa Fischen gemacht. Und von dem der Vater auch schon gemacht. Das war eigentlich dann der Zubrot zur Fischerei damals. Mhm. Und so ist das entstanden alles. Ja. Und ich habe das von klein auf schon mitgemacht. Mhm. Ja, bin da schon angelernt worden als kleiner Bub und bin da so richtig reingewachsen. Ja. Das heißt, du kannst das schon immer. Also du weißt, wie man fahren muss, weil hier ist ja total Strömung. Ich habe das sozusagen im Blut, ja. Ich mache das wirklich schon lange, wie als kleines Kind schon am Steuer gesessen, dann natürlich mit Beifahrer. Ja, ja, klar. Aber meist 7, 8 Jahre. Und dann mit über 20 habe ich dann selbst den Schein gemacht und wollte es natürlich weiterführen, ja, weil es ist ja wirklich eine ganz schöne Sache. Aber das ist jetzt nicht dein Hauptberuf, oder wie ist das? Ich verbinde das auch so ein bisschen. Also ich bin mit Gastronomie, wir machen selbst noch mit Fischerei. Mhm. Also wir haben aber jetzt hauptsächlich Steckerlfische und Forellen, wo wir auf Festen sind, ja, und Veranstaltungen sind oder auch gewissen Verkaufsplätzen. Mhm. Ja, und das mache ich eigentlich ganzjährig. Und dann kann sich das ganz gut verbinden, weil da bin ich selbstständig. Dann mache ich das, wenn ich Zeit habe, und das andere, wenn ich Zeit habe. Also du fährst dann wirklich hier einfach her, wenn du gerade Lust hast, weil hier gibt es ja keine Uhrzeiten oder irgendwas, oder wie läuft das? Wir haben schon ein System, also wir sind ja mehrere von diesen Zillenfahrern. Wie viele? Die das noch machen. Es gibt 6, die das noch machen. Und es macht keiner Vollzeit, es machen alle so ein bisschen nebenbei. Ein paar sind Rentner, ein paar machen es als Nebenjob. Ja, und so sprechen wir uns halt untereinander ab. Jetzt haben wir noch April, da ist relativ wenig noch los. Mhm. Aber wenn jetzt dann im Juni, Juli die Tourismussaison losgeht, gerade an den Wochenenden auch, dann ist da richtig viel Betrieb und dann sind wir mit 5 Zillen da im Einsatz. Schon? Ja, ja. Und die sind da seid ihr auch die ganze Zeit immer hin und her fahren? Wir sind hauptsächlich am Hin- und Herfahren. Und wenn es dann gewünscht wird, fahren wir auch runter Richtung Kelheim oder machen Rundfahrten. Ja, ach, das macht ihr auch. Also ihr setzt jetzt hier nicht nur über beim Kloster, sondern fahrt auch ein bisschen runter hier, dass man richtig durch den Donaudurchbruch fährt. Oder ist es das jetzt genau, hier? Genau, jetzt haben wir den schönen Blick nach vorne rein.
auf die engste Stelle hier in diesem Flussabschnitt, aha, die Weltenburger Enge oder der Donaudurchbruch. Ja. Wunderschön. Also das ist wirklich der schöne Blick. Und eben hier dieser Punkt, wo sich die Donau dann durch den Felsen hier durchzwängt. Links und rechts die Felsformationen. Wenn Sie die komplette Fahrt mit der Zille sehen möchten, klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Denn jetzt möchte ich Sie mitnehmen, weg vom Wasser, hoch in die Lüfte. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit den Heimatgeschichten und dem Audi Autohaus Ebersberg. Gerade noch in einem Boot, jetzt geht's in einen Segelflieger. Und das war in Königsdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Dort habe ich Matthias Schunk kennengelernt und er hat mich ganz souverän begleitet und sicher wieder auf den Boden gebracht. Und das heißt, du nimmst mich jetzt mit hoch in die Luft. Wenn du dich traust, ja. Ja, ich traue mich. Das heißt, wie gehen wir da jetzt vor? Ja. Einsteigen und los geht's, oder wie? Einsteigen und los geht's. Man braucht also, das ist jetzt schon vorbereitet, geht es dann mit der Seilwinde? Die ist es auch geht schon mit der, dran, genau, oder das Seil liegt schon da, ja, die Winde ist vorbereitet. Okay. Und die Beschleunigung, die wir gleich haben werden, ist von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Hast du Angst? Das kann mir schlecht werden. Gibt es eine Tüte da theoretisch? Schauen wir mal, wir nehmen besser eine mit. Ich glaube auch. Okay, und dann? Also das ist jetzt hier der Fallschirm. Okay. Oh, aber musst du mir auch zeigen, wenn ich die ziehen muss. Selbstverständlich, das werden wir alles noch erklären. So, jetzt darf ich hier mal. Moment. Also das braucht man schon natürlich immer. Erstens ist es jetzt mal ein Sitzkissen, das ist, kann man nicht richtig sitzen. Aber es ist natürlich das Notfall, das ist das gleiche wie der Sicherheitsgurt im Auto. Mhm. Den legst du ja auch immer an und nicht erst kurz bevor du in den Unfall reinfährst. Ja, und Matthias zeigt mir noch, wie ich den Fallschirm auslösen würde. Hier müsste ich so ziehen. Und dann ginge der Fallschirm auf. Okay, ist, oben, aber, ist noch nie passiert bei uns. Oben oder? Geblieben ist noch keiner. Ja, deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Leute Flugangst. Es ist ein valides Rettungsgerät. Ja. Meistens, wenn man mit einem anderen Flugzeug zusammenstößt. Aber wir haben auch so Konditionswarnungen. Wir schauen raus und heute ist ja außer uns auch kaum einer in der Luft. Weil eigentlich keine gute Thermik ist, gell? Eigentlich oder? Ist gar keine. Gar keine. Aber trotzdem können wir mal hoch und wir wieder runter. Wir können hoch und wieder runterfliegen. Genau. Okay, gut. Und jetzt? Gut. So, ja. Jetzt machst du dich auch noch fertig, oder wie? Genau, ja. Ich setze dich. Nee, du setzt dich vorne rein, weil ich sitze hinten. Ist das immer so? Oder ist das egal eigentlich? Also normalerweise sitzt der Pilot vorne. Bei diesem Flugzeug kann der Pilot auch hinten sitzen, wenn man eine spezielle Einweisung hat. Und die habe ich in diesem Fall. Und es ist natürlich schöner, vorne zu sitzen. Also ich steige da einfach so rein? Genau, oder gibt es einen Trick? Genau, einfach da rein. Und dann werde ich noch im Segelflugzeug angeschnallt. Das ist schon immer aufregend. Ist für euch das auch noch aufregend oder nicht mehr? Ja, wenn so also ich schätze mal weniger aufregend als für dich. Als für mich nach 8000 Segelflugstunden ist eine gewisse Routine eingetreten. Okay, und genau. Gut, also um diesen Gurt, wir müssen es aber jetzt anders anfangen, weil wenn ist da die Haube zu. Ja, Wahnsinn. Okay. Und das ist der Hebel, mit dem wir die Haube abwerfen können. Ne? Also, das müsste ich machen. Ja, das mache ich, aber vielleicht, wenn ich nicht handlungsfähig bin, dann könntest du ja eventuell auch machen müssen. Dann müsstest du einfach nur hier ziehen. Okay. Und dann wird durch den Luftdruck wird die alleine aufgehen und dann auch wegfliegen. Okay. Und ich lerne noch, wie ich meinen Gurt im Notfall öffnen könnte. Okay, puh, das ist ganz schön eng hier. Ich bin ganz schön eng rein. Ja, das ist aber auch gut so, weil wir bei dem Windenstart die Beschleunigung. Da habe ich ein bisschen Angst davor von dem Windenstart. Aber keine Angst, es wird noch schlimmer. So, mach dich noch mal ein bisschen fester. Okay, echt so fest, krass. Ja, okay. Uiuiui. Ich mache jetzt mal hier die ganzen Geräte an. Gecheckt ist das Flugzeug schon. Ja, jetzt macht er sich auch bereit. Naja, was habe ich mir da wieder angetan? Du kannst auch alleine fliegen, wenn du möchtest. Ja, genau. Außerdem, dass ich hier so vorne sitze, macht mich fast ein bisschen nervös. Weil dann denke ich immer, ich müsste jetzt hier irgendwas machen. Also wenn ich an den Fuß, da darf ich jetzt nicht an die Pedale da unten also wahrscheinlich, unsere, das sind die Steuergeschichten, das da unten. Du kannst die Füße dahin tun, aber jetzt nicht verkrampft drinstehen, bitte. Ja, genau. Weil damit ich ja praktisch das Flugzeug steuere um die Hochachse. Und so geht's rauf und runter. Am besten mache ich da gar nichts. Am besten wäre es am besten, da nicht hinzufassen. Auch so alles, was irgendwie farbig gekennzeichnet ist, würde auch zu interessanten Effekten führen. Okay, ich werde mich zurückhalten. Ja, jetzt konzentrier du dich mal, dass du alles richtig machst.
Nicht, dass das da, genau. Ist schon mal jemand dieses Flugzeug geflogen? Wie geht das? Das ist alles hoffentlich ein Witz hier. 8000 Flugstunden hast du gesagt, bist du geflogen. Also rein Segelflug, da kommen noch ein paar im Airbus dazu. Ach, bist du Pilot oder wie? Ich fliege eigentlich über der Deutschen. Was heißt eigentlich? Also ich fliege bei der deutschen Lufthansa, ach, ja. So, ich habe einen echten Piloten an meiner Seite. Also du meinst sonst, toll, die anderen sind falsche Piloten oder wie soll ich das jetzt? Ja, also halt Hobbypiloten, oder? Was sagt ja, man genau, zu euch? Ja, Hobbypiloten ist der wichtige. Ja, ich habe hier mit 14 im Segelfliegen angefangen, wow, und dann habe ich irgendwann mal halt, cool, den Hobby zum Beruf gemacht. Das ist ja toll. Auch die Instrumente erklärt er mir noch, vom Höhenmesser über den Fahrtmesser bis zur Anzeige des Steigens und Sinkens in Meter pro Sekunde. Fangen wir mal an, damit ich mir das anders überlege. Du kommst ja nicht mehr, doch, du weißt, ich komm gar nicht mehr raus, wie man rauskommt, genau. Matthias wird dann auch noch reingeschnallt und schon kann's losgehen. Den Schrei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den ich hier von mir gebe, als die Winde uns dann nach oben zieht, erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Genießen Sie jetzt diese wundervollen Bilder über den Dächern von Königsdorf. Und dann gleiten wir auch schon wieder hinunter. Die Träne quillt, die Erde hat uns wieder. Ja, das ist auch ein gutes Gefühl. Aber es war herrlich. Also vielen Dank, Matthias. Es ja, war wirklich sehr gerne, ein absolutes Highlight. Ganz war toll. War ja nicht besonders lang. Ja, aber es war also immerhin, super. Also der Start, den muss man durchhalten, aber dann ist es echt ganz toll. Ja, das glaube ich, haben alle gehört, dass er dir sehr gefallen hat. Ja, das war wirklich ein Erlebnis, das ich nicht mehr vergessen werde. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind bei unserem Rückblick von 2022 mit den Heimatgeschichten. Bis dann, auf Wiedersehen. Heimatgeschichten wurden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg.